So, wir werden jetzt hier einfach mal halten. Ich habe das noch nie gemacht. Seitdem der Unfall war, habe ich hier nicht mehr angehalten. Boah, das ist schon ein Scheißgefühl. Das muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt mein Ernst. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich befinde mich auf meinem Motorrad, wie ihr seht. Und ich habe dieses Video gestern schon aufgenommen. Leider hat da meine Speicherkarte versagt, aber heute ist nochmal gutes Wetter, deswegen fahre ich mal ganz schnell dahin. Wir besuchen heute die Unfallstelle zu diesem absoluten Horrorunfall. Ihr kennt die Story einer meiner alten Videos. Und ja, da fahre ich jetzt mal hin. Da war ich sehr, sehr lange nicht mehr und vor allen Dingen habe ich dort auch nicht angehalten, sondern bin nur schnell vorbeigefahren. Das ändern wir jetzt. Ich werde euch dort vor Ort dann mal erklären, wie das Ganze passiert ist und wie genau oder wo genau der Unfall war. Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt sehr viele Daumen, oh du Trans, guck, sehr viele Daumen nach oben bei der vorigen Real Life Story gemacht, weil ihr gesagt habt, ihr wollt dieses Video unbedingt haben und deswegen werden wir jetzt ein bisschen Gas geben. Let's go, damit wir auch schnell da sind. So, wollen wir mal die Autos einholen hier. Denn wir haben keine Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weg aus dem Weg. Bis gleich. So Leute, erste Baustellenampel, die hier gerade passiert, das ist ja furchtbar. So, wir nennen uns jetzt gleich der Stelle, wo ich den Opel Vectra, also das Auto, was vor mir den Zusammenprall hatte, weil ich sie halt vorgelassen hatte an einer Tankstelle, diesen Ort werden wir jetzt gleich sehen. Dort fand quasi die erste Begegnung mit dem Opel Vectra statt. Und das wäre da hinten. Das schneiden wir jetzt mal hin. Okay, ich bin den Abend, wie gesagt, sehr müde gewesen, aus der Nachtschicht gekommen und hatte von hier aus noch, keine Ahnung, 20 Kilometer Fahrt und hatte einfach keinen Bock, schnell zu fahren. Jetzt fahre ich 50. Ich bin an dem Tag, keine Ahnung, mit 35. Es war sehr warm und habe offenes Fenster gehabt und habe wirklich gechillt. Hier sehen wir jetzt auf der linken Seite die Tankstelle. Und hier bei der Ausfahrt der Tankstelle stand schon der Opel Vectra und wollte quasi in die Richtung, wie wir jetzt fahren. Und ich habe sie dann hier so vorgelassen. Und sie fuhren dann vor mir her. Anders als jetzt war vor uns kein Auto. Und ja, so fuhren wir dahin. Und kurz, hier kommt jetzt gleich ein Berg hoch, dann eine Kuppe, dann die Senke und dort ist es dann auch schon passiert. Also wir nähern uns jetzt quasi dieser Unfallstelle sehr schnell. Ist ein ungutes Gefühl, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil da die Bilder wieder hochkommen. Ich denke mal, das könnt ihr euch vorstellen. Aber ich bin diese Strecke schon öfters mit dem Motorrad oder mit dem Auto langgefahren. Da will ich euch nichts vorgaukeln. Aber ich werde heute hier auch anhalten und ich denke mal, da wird auch ein Kreuz an der Unfallstelle sein und das habe ich mir noch nie aus der Nähe angeguckt. Wir fahren jetzt das allererste Mal einmal nur an der Unfallstelle vorbei und zwar aus der Sicht von mir. Dann fahren wir das Ganze zurück aus der Sicht quasi von denen, die den Unfall verursacht haben und dann werde ich auf dem Parkplatz anhalten oder an dem Kreuz mit dem Motorrad und dann schauen wir uns das Ganze an. Wir sind hier hochgefahren, hier allerdings. Da war die Straße noch ein bisschen besser, es ist ja schon ein bisschen her. Da konnte man tatsächlich 100 fahren. Und wir waren auch wirklich mit 100 km/h unterwegs. Daran erinnere ich mich noch. So, ich lasse jetzt mal ein bisschen Abstand zu dem hier vorne. Hinter mir ist nämlich keiner. Damit wir hier mal ein bisschen langsamer langfahren können. Hier ist E50. So, hier ist jetzt die Gerade. Daran erinnere ich mich noch. Da sind wir die Senke runtergefahren und dann kam das Auto entgegen. Aber ich habe es erst nicht als Auto gesehen, weil, wie gesagt, es war 3 Uhr nachts circa. Oder ich weiß nicht mehr, jedenfalls morgens früh irgendwie. Und ich habe nur ein Licht gesehen, das immer an- und ausging. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das Auto schon schleudernd auf uns zukam. Ihr seht, wie das Auto da vorne jetzt links rumfährt. Und genau, es kam halt uns ein Auto entgegen. Und hier irgendwo muss das Kreuz sein. So wie das Auto uns entgegenkam, war es damals auch. Und eigentlich müsste hier ein Kreuz sein. Ist das weg? Ja, nee, hier ist es. Da. Hier ist ein Kranz. Oder ein Blumengesteck, was noch da übrig ist. Ich drehe mal um. Ja, dieser Blitzer hat mich mit dem LKW zweimal erwischt. Der hat so eine Achsmessung. Weißt du? So bei 60 so ein Ding. Ach Gott, jetzt kommt da ein Auto und ein LKW raus.
kleiner Funfact am Rande. Ich bin ja Linie gefahren und ich habe einfach kurz vor Feierabend nach, keine Ahnung, 12, 13 Stunden, habe ich aber vergessen, dass dieser Blitzer hier, LKW ist auch Blitz, wenn du keine 60 fährst, also wenn du schneller als 60 fährst. So, Sie sind hier laut Zeitungsbericht mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Ich meine mich zu erinnern, dass der Polizist damals bei meiner Aussage meinte, dass es so ungefähr 140 gewesen sein oder schneller, wo Sie hier rum sind. Und Sie sind hier noch rum, wahrscheinlich dann aus der Kurve rausgetragen worden. Und dann hat er gegengelenkt und ist dann hier in Schleudern gekommen. Hier ist zwar dieses Gesteck, aber ich meine, der Unfall muss ungefähr hier gewesen sein. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, es ist schon so lange her. So, wir drehen jetzt nochmal und dann halte ich dort mal an. Der Standstreifen ist hier ja breit genug, da kann ich euch das Ganze nochmal in Ruhe erklären. Bevor wir zu der Unfallstelle jetzt nochmal direkt hinfahren, möchte ich nochmal kurz was sagen. Und zwar hatte ich in der ersten Story das nicht erzählt. Da war ich ein bisschen YouTube unerfahren und war nicht mutig genug, was Negatives in einer negativen Story zu erzählen. Und zwar gab es verschiedene Fahrzeuge, die mir hätten helfen können, aber keiner hat mir geholfen. Selbst ein LKW-Fahrer, der von dort drüben kam, zu dem ich hingelaufen bin und der natürlich auch einen größeren Erste-Hilfe-Kurs hat, wie alle Berufskraftfahrer, wollte mir nicht helfen, weil er diese Blicke nicht sehen kann. Wollte mir dann von ihm seinen Verbandskasten geben lassen. Er wusste aber eher nicht, wo der war. Hier oben auf der Kuppe ich bin hier hochgelaufen, damit keine anderen Autos in die Unfallstelle reinkrachen. Da war ein junges Mädchen, das habe ich angehalten. Der habe ich allerdings gesagt, komm da hinten nicht hin, diese Bilder willst du nicht sehen. Und habe sie dazu aufgefordert, die Unfallstelle von hier oben an abzusichern. Das heißt, sie hat hier oben halt den Verkehr gestoppt. Das heißt, hier gab es dann einen Rückstau, so dass keiner in die Unfallstelle reinfahren konnte. Das hatte ich in der ersten Story nicht erzählt. Boah, wird mir warm jetzt hier, Junge. So, wir werden jetzt hier einfach mal halten. Ich habe das noch nie gemacht. Seitdem der Unfall war, habe ich hier nicht mehr angehalten. Boah, das ist schon ein scheiß Gefühl. Das muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt mein Ernst. Hier muss es gewesen sein. Also hier da vorne war zu weit weg. Ich halte jetzt einfach mal hier. Genau, hier war das. Hier kamen sie rum. Drehten sich immer. Da sah ich dann quasi halt die Scheinwerfer. Ich habe das im ersten Moment wahrgenommen, als wenn jemand immer Licht an, Licht aus macht. Ich habe das nicht gerafft, dass es ein schleuderndes Auto ist, bis es geknallt hat. Und der Vectra hat dann hier mit dem Heck auf der Leitplanke quasi geparkt. Der Audi war diese Richtung, der Motorblock war rausgeflogen und mein Auto stand hier. Nee, quasi mittig. Ich war hier mittig, genau. Und der Audi stand ungefähr hier, da wo hier ausgebessert ist. Aber das hat nichts mit dem Unfall zu tun, hier ist ja überall die Straßenschäden. Die fünf Verletzten, der eine ist ja dann ausgestiegen, hatte ich ja erwähnt, ist mir ja in den Arm gefallen. Der war sehr schwer verletzt, den habe ich hier an die Leitplanke hingesetzt. Der Audi, der komplett zerstört war, habe ich halt einen Blick reingeworfen und habe ganz kurz die Vitalwerte gescheckt. Ich möchte jetzt nicht genau darauf eingehen, wie die beiden Jungs da drin im Auto ausgesehen haben, aber vom äußerlichen Erscheinungsbild konnte man sehen, da steckt kein Leben mehr drin. Ich erspare euch die weiteren Details, wie die Jungs ausgesehen haben, aber glaubt mir, es waren sehr schreckliche Bilder. Der Vectra war ja hier, die Beifahrerin habe ich natürlich auch auf ihr Bitten nicht aus dem Auto geholt. Zum Schluss klärt sie sich ja auf, dass sie querschnittsgelähmt gewesen wäre, hätte ich sie rausgeholt. Das hat sie mir ja noch mitgeteilt. Sie hat ja meine Kontaktdaten ausfindig gemacht. Die Fahrerin war sehr stark eingeklemmt hinter dem Steuer. Und dass ihre andere Freundin hinter der auf dem Rücksitz, da steckt ja ihr Auge quasi, ihre Brille im Auge quasi und die ist ja im Nachhinein dann auch noch verstorben, laut Zeitungsartikel, da stand sie ja auch noch drin. Und der weniger schwer Verletzte war der junge Mann hinter der Fahrerin, der hatte halt nur Glassplitter, in Anführungsstrichen nur Verbundglassplitter von der Scheibe im Gesicht. Also aber er war vom Verletzungsgrad her meines Wissens am leicht Verletzten von allen. Ja, hier war diese Geschichte. Hier ist es passiert. Ich halte jetzt einmal nochmal ganz kurz bei dem der war bis vor kurzem immer ein Kreuz. Ich schau mal, was da jetzt ist.
Hier kommen jetzt gerade sehr viele Autos. Hier will ich jetzt ungern losfahren. Nicht, dass Sie noch denken, ich fahre auf die Straße und bremsen dann für mich. Ja, krass. Wenn euch die Real-Story gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen hoch und nehmt es als Mahnung. Man kann ein bisschen schnell fahren. Fahre ich ja auch mit dem Motorrad. Aber gerade in solchen kurvenartigen Sachen kann man sich mal selbst überschätzen. Und dann, wie man hier sieht, war es das dann, ne, für die Jungs. Ja, kein Kreuz. Ich hätte gerne mal wenigstens die Vornamen gewusst, aber ich meine, früher war hier mal ein Kreuz. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Okay, lasst euch einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo, würde mich freuen. Und schaut auch gerne mal auf meinen Zweitkanal vorbei. Dort erzähle ich demnächst auch Real-Life-Stories, die nichts mit dem Straßenverkehr zu tun haben und sonstige Themen. Also, hier oben ploppt jetzt quasi mein Zweitkanal auf. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Und ich hoffe, dieser Ortsbesuch hat euch gefallen. Und ihr lasst ein kleines Däumchen da. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai. Macht's gut und schont euch.